Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die CDU von Ministerpräsident Günther hat die Landtagswahl in Schleswig-Holstein mit großem Abstand gewonnen und braucht zum Weiterregieren nur noch einen Koalitionspartner. Zweistellige Verluste verzeichnete laut ARD-Hochrechnung die SPD, die nur drittstärkste Kraft hinter den Grünen ist, die zulegen konnten. Verluste gab es auch für die FDP. Unklar ist noch, ob die AfD weiter im Landtag vertreten ist. Stark verbessern konnte sich der Südschleswigsche Wählerverband SSW. Und dazu schalten wir jetzt live zu Jörg Schönenborn ins ARD-Wahlstudio nach Kiel. Die Hochrechnung zeigt gewaltige Verschiebungen zwischen den Parteien gegenüber der letzten Wahl. Für die CDU das beste Wahlergebnis seit mehr als einem Jahrzehnt bundesweit, für die SPD die höchsten Verluste seit mehr als einem Jahrzehnt bundesweit. Aktuell kann die CDU auf 43,5% anwachsen, plus 11,5 Punkte. Die SPD verliert in gleichem Umfang 16, schlechtestes Ergebnis im Land. Die Grünen mit ihrem Allzeithoch in Schleswig-Holstein 17,8%. Die FDP sackt ab auf 6,5. Die AfD scheidet mit 4,7 zum ersten Mal wieder aus einem bundesdeutschen Landtag aus. Und die SSW erzielt mit 5,8% eine deutliche Verbesserung. Im Landtag hier in Kiel ist die CDU natürlich klar die stärkste Fraktion. Gegenwärtig 34 Mandate, nur einen Sitz von der absoluten Mehrheit entfernt. Dazu fehlt allerdings noch einiges an Stimmen. SPD 12, Grüne 14, FDP 5 und SSW 4 Mandate. Die CDU kann sich den Koalitionspartner aussuchen, sowohl mit den Grünen als auch mit der FDP. Übrigens auch mit dem SSW hätte sie eine deutliche Mehrheit. Die Wahlbeteiligung ist leicht abgesunken. Man erkennt das unter anderem an der Wählerwanderung der SPD, die ins Nichtwählerlager deutlich verloren hat. Aber noch deutlicher an CDU und Grüne. Mangelnde Bindungskraft, schlechte Mobilisierung sind eine Erklärung für dieses Wahlergebnis. Zu den künftig möglichen Koalitionen haben die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein durchaus Meinungen, wenn auch nicht ganz klare. Am populärsten wäre nicht das CDU-FDP-Bündnis, 31% gut, 41% nicht gut, Bewertung der Wählerinnen und Wähler heute an der Urne. CDU und Grüne pari pari, 37% gut oder nicht gut. Das Wunschergebnis wäre die bestehende Koalition aus CDU, Grünen und FDP, die der CDU-Fraktionschef heute Abend immer noch für möglich hielt, 39% Zustimmung, 35% Ablehnung. Das wird die Kernfrage der nächsten Wochen sein, wen sich der Ministerpräsident als Partner aussucht. Hier jetzt im Wahlstudio die Gesprächsrunde mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten Andreas Zichowitz. Ja, und da haben wir bei mir den strahlenden Wahlsieger Daniel Günther. Herr Günther, so tolle Werte, ein prima Ergebnis für Sie. Aber am Ende haben Sie sich jetzt vielleicht aus Ihrer Lieblingskoalition Jamaika rausgesiegt. Oder ist das für Sie auch noch weiter eine Option? Na, jetzt freue ich mich erstmal darüber, dass wir wirklich ein so gutes Ergebnis geholt haben. 43,5%, das ist mehr, als die Umfragen uns gesagt haben. Und ein enormer Vertrauensbeweis und natürlich auch Ansporn darauf, eine erfolgreiche Regierung weiterzubilden. Aber das, was ich vor der Wahl gesagt habe, dass ich Jamaika gerne fortsetzen würde, bedeutet natürlich, dass ich mit Grünen und FDP jetzt auch Gespräche darüber führen werde. Ich werde Einladungen auch aussprechen an beide Koalitionspartner, denn wir haben ja eine hohe Zufriedenheit als Jamaika auch gehabt. Sie bräuchten ja nur einen von beiden, wenn es darum geht. Was sind denn Ihre Kriterien? Wonach entscheiden Sie? Na, wir werden auf jeden Fall mit der Partei und mit den Parteien zusammenarbeiten in dieser Situation, die mit uns auch gemeinsam den Kurs der vergangenen 5 Jahre halten können, etwas für Klimaschutz tun und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen, weiter auch in die Infrastruktur in unserem Land zu investieren, unser Land modern und aufgeschlossen weiter in Schleswig-Holstein zu haben. Dafür stand Jamaika in den vergangenen 5 Jahren und dafür bieten Grüne und FDP als Koalitionspartner eine gute Gewähr, eine solche Politik auch fortzusetzen. Gut, das wird ja dann ein heißes Rennen. Monika Heinold für Bündnis 90 Die Grünen. Die haben auch zugelegt, sind zweite Wahlsiegerin dieses Abends. Aber es hat nicht ganz gereicht. Ist das denn jetzt für solche Gespräche ein Nachteil, dass Sie gegen ihn angetreten sind? Sie wollten ihn ja ablösen. Das hat nicht geklappt.
Also zum einen Glückwunsch an Daniel Günther. Zum anderen war es genau richtig zu sagen, wir wollen nicht nur CDU und SPD in der Werbung um Platz 1 haben, sondern als starke grüne Partei mit dabei sein, auch mit Frauen an der Spitze. Und die Rechnung ist insofern aufgegangen, als dass wir zweitstärkste Kraft geworden sind. Und das heißt, wir haben den Wählerinnen und Wählern vermittelt, wie wichtig wir in Regierungsverantwortung sind, weil wir der Motor für die Energiewende in Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit sind. Bernd Buchholz, Sie hätten sicherlich was dagegen, wenn es Monika Heinold mit den Grünen wird. Aber warum soll denn der Ministerpräsident mit einem Wahlverlierer, Sie haben ja verloren, an Prozenten zusammengehen? Gibt es da Gründe für? Deshalb sind wir ja auch nicht zufrieden, das kann man ganz deutlich sagen. Glückwunsch auch von mir an Daniel Günther. Aber es geht ja bei Koalitionen darum, wo die meisten inhaltlichen Übereinstimmungen bei den Themenfeldern liegen, die jetzt die zentralen Herausforderungen sein werden. Und wenn es um Infrastrukturausbau geht in diesem Land, wenn es um Wirtschaftspolitik geht, gerade vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise, glaube ich, dass hier sehr große inhaltliche Übereinstimmungen da ist. So eine Regierungsbildung ist möglich und dafür sind wir bereit. Und wenn es mit beiden weiterginge, dann würden Sie vermutlich auch nicht Nein sagen. Wir haben ja gesagt, eine Regierung ist dann stabil, wenn alle Partner gebraucht werden. Wir haben nichts ausgeschlossen. Wir sind für Gespräche bereit. Wir haben vor allem gesagt, wir wollen nicht, dass dieses Land schwarz-gelb wird, sondern wir wollen die Gesellschaft weiter zusammenhalten. Und dafür braucht es eine Regierung über die Lage hinaus. Das würde ich jetzt mal als Ja auf meine Frage interpretieren. Thomas Losse-Müller, das war kein Wunder an der Waterkant für Sie, das schlechteste Ergebnis. Sie sind ja erst im Herbst 2020 von den Grünen zur SPD gewechselt. Wie viel von diesem Ergebnis geht jetzt mit Ihnen persönlich nach Hause? Ich bin der Spitzenkandidat und das Gesicht dieser Kampagne gewesen. Von daher ist es natürlich meine Verantwortung und auch das Ergebnis, das ich zu verantworten habe. Wir waren aber immer realistisch. Es ging gegen den beliebtesten Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik, gegen eine Landesregierung, die sehr, sehr beliebt war, breit aufgestellt war. Das wird sie in Zukunft nicht mehr sein. Jamaika, CDU, FDP, Grüne sind angetreten mit weiter so. Wir waren die Kraft, die gesagt hat, nein, ein weiter so geht nicht. Wenn wir steigende Mieten haben, beim Klimaschutz nicht vorankommen, dass wir etwas anders machen müssen. Aber das ist uns nicht gelungen, das auch wirklich klar zu machen in den Themen. Lars Harms, Südschleswigscher Wähler, fand Ihr bestes Ergebnis überhaupt. Sie haben mir den Wahlsendungen gesagt, ja, wenn es darauf ankommt, Sie stünden auch bereit. Wenn nicht, gehen Sie eben in die Opposition. Was ist Ihr wichtigstes Ziel für die nächste Legislaturperiode? Das eine. Naja, wir sind eingetreten, dass das Leben noch bezahlbar bleibt. Und darum geht es, Leute, ganz normale Leute draußen auf der Straße finanziell zu entlasten. Das ist der Job, den wir dann machen würden, wenn es denn dazu kommen würde, dass wir in eine Regierung kommen. Wir haben immer gesagt, dass wir mit allen bereit sind, mit allen Demokraten Gespräche zu führen. Sieht ja so aus, dass wir in diesem Parlament nur noch Demokraten haben. Das freut mich im Übrigen sehr. Und Daniel Günther ist aber, herzlichen Glückwunsch, Daniel. Er ist derjenige, der die Wahl gewonnen hat. Und er hat das Wahlrecht. Er kann sich aussuchen, mit wem er regieren will. Und dann schauen wir mal. Müssen wir die nächsten Tage gucken. Danke Ihnen für diese Gesprächsrunde. Und ich gebe zurück aus Hamburg von der Waterkante in Kiel an Judith Rakers. In Berlin haben die Parteien den Wahlausgang unterschiedlich aufgenommen. CDU-Generalsekretär Chaya sprach von einem schönen Ergebnis und einem Vertrauensbeweis für Ministerpräsident Günther. Während sich die Grünen erfreut über das gute Abschneiden zeigten, erklärte FDP-Chef Lindner, er habe sich mehr gewünscht. SPD-Chefin Esken nannte das Ergebnis bitter. Eine Mitverantwortung von Bundeskanzler Scholz wies sie zurück. Die CDU als Wahlsieger, ein so erfreuliches Ergebnis hatten sie im Konrad-Adenauer-Haus bei der Bundespartei schon länger nicht mehr zu kommentieren. Man sieht, was es heißt, wenn Wirtschaftswachstum im Mittelpunkt stehen, wenn es darum geht, guten Jobs Vorfahrt zu geben. Man sieht, was es heißt, wenn es um Nulltoleranz gegenüber Kriminalität geht. Diese Politik wird belohnt. Es zeigt sich, CDU-geführte Regierungen setzen die richtigen Prioritäten. Die Grünen, der zweite große Sieger, von einem sehr, sehr guten Ergebnis sprechen sie in Berlin, eine Bestätigung über Kiel hinaus. Das Ergebnis zeigt auch, dass die Menschen in diesen Krisenzeiten Vertrauen in unsere Partei haben, in Schleswig-Holstein, aber auch im Bund. Und das wollen wir auch gerne fortsetzen, indem wir regieren. Bei der SPD passt die Stille in der Parteizentrale zum Ergebnis. Bitter heißt es und eine herbe Enttäuschung. Aber die SPD im Jahr 2022 lässt sich durch Rückschläge nicht mehr verunsichern. Wir haben die Partei
als Partei zuletzt gezeigt, wie schnell wir durch Geschlossenheit und durch Entschlossenheit wieder nach vorne kommen können. Trotz der Verluste bei der FDP gibt sich die Parteispitze in Berlin zuversichtlich. Es ist eine Koalition der Mitte aus CDU und FDP im Norden möglich. Und für uns ist das eine gute Perspektive. In Berlin geht der Blick auch schon nach vorne. Schon am kommenden Sonntag die wichtige Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland in Nordrhein-Westfalen. Zu den bundespolitischen Auswirkungen der Landtagswahl jetzt Matthias Deiß in Berlin. Die Erleichterung über den ersten Wahlsieg nach der verlorenen Bundestagswahl ist groß im Konrad-Adenauer-Haus. Der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz feiert einen dringend benötigten ersten Erfolg, weiß allerdings auch, dieser Sieg ist vor allem einer von Daniel Günther. Der steht, wenn es um die inhaltliche Ausrichtung der CDU geht, zumindest bisher für einen anderen, progressiveren Kurs als Merz und könnte nun zum zweiten starken Mann in der Partei werden. Dass der Stimmungstest für die Ampel im Bund eher gemischt ausfällt, könnte die Stimmung in der Koalition verändern und die FDP darin bestärken, eine eigenständigere Rolle zu betonen. Dass die Grünen auf Landesebene von ihren beliebten Ministern im Bundeskabinett profitieren, dürfte die grüne Basis in unruhigen Zeiten dagegen beruhigen. Und für die SPD im Bund ist der Höhenflug heute erstmal beendet. Das Ergebnis bringt Olaf Scholz zwar nicht direkt in Bedrängnis, eins ist es aber sicherlich nicht, der für die SPD dringend benötigte Rückenwind für die sogenannte kleine Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag. Dankeschön, Matthias Deiß. In der Ostukraine hat die russische Armee ihre Angriffe offenbar noch einmal ausgeweitet. In der Donbass-Region Luhansk wurde nach Angaben ukrainischer Behörden eine Schule getroffen. Unter den Trümmern werden zahlreiche Todesopfer befürchtet. Im belagerten Azov-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol berichten die ukrainischen Verteidiger von heftigem russischem Beschuss. Eine Kapitulation lehnen sie weiterhin ab. Erleichterung. Sie konnten gerettet werden. Die letzten Zivilisten sollen gestern aus dem Azov-Stahlwerk in Sicherheit gebracht worden sein. Doch noch immer harren einige ukrainische Soldaten im Stahlwerk aus, das laut ukrainischen Angaben auch heute wieder unter Beschuss geraten sein soll. Sie erklärten in einer Videokonferenz, dass sie eine Kapitulation weiterhin ablehnten. Wir hätten keine großen Überlebenschancen, wenn wir gefangen genommen würden. Aufgeben ist für uns nicht akzeptabel. So ein Geschenk können wir dem Feind nicht machen. Denn die endgültige Einnahme Mariupols hätte für Russland große Symbolkraft, vor allem rund um die morgigen Feierlichkeiten zum Sieg über Nazi-Deutschland. Schon heute sendete Präsident Putin ein offizielles Glückwunschtelegramm an die ehemaligen Sowjetrepubliken und erklärte darin, dass russische Soldaten gerade die Ukraine vom Nazi-Dreck befreiten. Derweil bezichtigte Präsident Selenskyj in einer eindringlichen Videobotschaft seinerseits Russland des Narzissmus. Gemeinsam mit ihrem ukrainischen Amtskollegen gedachte die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas in Kiew der Opfer des Zweiten Weltkriegs. Baas ist die bislang ranghöchste Vertreterin der Bundesrepublik, die seit Beginn des Kriegs in die ukrainische Hauptstadt gereist ist. Sie bekräftigte einmal mehr, dass Deutschland in diesem Existenzkampf an der Seite der Ukraine stünde und dass wir auch den EU-Beitritt intensiv unterstützen durch Beratung und wenn notwendig auch durch Gesetzgebungsverfahren, so dass sie möglichst schnell auch ein Mitglied dieser Europäischen Union werden können. Nach Baas wird ein weiteres hochrangiges Mitglied der Bundespolitik in der Ukraine erwartet. Außenministerin Baerbock soll am Dienstag ins Land reisen. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine weitere Unterstützung im Kampf gegen Russland zugesagt. Es sei Deutschlands historische Verantwortung, Recht und Freiheit an der Seite der Angegriffenen zu verteidigen. Scholz äußerte sich in einer Fernsehansprache am Jahrestag der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Darin betonte der Kanzler, es werde Russlands Präsidenten Putin nicht gelingen, die Ukraine zu unterwerfen. Ich bin zutiefst überzeugt. Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen. Freiheit und Sicherheit werden siegen, so wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben.
Und die komplette Ansprache des Kanzlers sehen Sie direkt im Anschluss an diese Tagesschau. An das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa ist heute auch in vielen deutschen Städten erinnert worden. Zahlreiche Menschen nahmen an Gedenkfeiern, Kranzniederlegungen und Demonstrationen teil. Überschattet wird das Gedenken vom russischen Krieg gegen die Ukraine. Die einstigen sowjetischen Brudervölker waren Opfer und zugleich Besieger der Nationalsozialisten. Die damalige Sowjetunion hatte bis zu 27 Millionen Tote zu beklagen. Grenze vieler Nationen am sowjetischen Ehrenmal in Berlin. Niedergelegt, um die Soldaten der Sowjetunion zu ehren, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Als der ukrainische Botschafter kommt, erinnert er daran, dass auch Millionen Ukrainer in den Reihen der Roten Armee gegen Nazi-Deutschland gekämpft haben. Dass auch heute wieder Krieg in Europa herrscht, berührt viele. Das ist uns ein ernsthaftes Anliegen. Weil die Kriegsereignisse, die sind so schlimm. Und nach 77 Jahren, dass ich das wiederholen muss, ist dramatisch. Bei den Gedenkfeiern sind auch Nachkommen von Gefallenen, russischstämmige oder prorussische Sympathisanten dabei. Das sind aus ganzer Sowjetunion, aus mehreren verschiedenen Weltländern Menschen ums Leben gekommen sind. Es geht eigentlich gegen Faschismus, dass Faschismus nie mehr vorkommt. Die Polizei in Berlin rollt diese ukrainische Flagge ein, denn sie und auch die russische dürfen in Berlin an den Gedenkstätten und Mahnmalen heute und morgen nicht gezeigt werden. Eine Instrumentalisierung des Gedenkens solle so verhindert werden. Und zum Sport. Der VfB Stuttgart hat am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga die Chance auf den direkten Klassenerhalt gewahrt. Die Schwaben schafften in München ein 2:2. Zuvor hatten sich Frankfurt und Mönchengladbach beim 1:1 die Punkte geteilt. Das dritte Sonntagsspiel zwischen Leipzig und Augsburg wurde um 19.30 Uhr angepfiffen. Die Tabelle wird angeführt von Meister Bayern München, Dortmund und Leverkusen fest für die Champions League qualifiziert. Dahinter kämpfen Freiburg, Leipzig, Union Berlin und Köln um die weiteren internationalen Plätze. Die zweite Hälfte. Hertha BSC auf Rang 15, Stuttgart weiter auf dem Relegationsplatz. Bielefeld droht der Abstieg, Greuther Fürth ist schon zweitklassig. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 9. Mai. Südlich der Donau gibt's heute Nacht noch dichte Wolken, die anfangs einzelne Schauer oder Gewitter bringen, sonst verbreitet sternenklar. In der Früh ziehen von der See ein paar Wolken heran. Am Tag überwiegend sonnig, in der Mitte und im Süden tauchen später Quellwolken auf und vor allem an den Alpen entwickeln sich einzelne, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. In höheren Lagen des Südwestens heute Nacht über 10 Grad, im Norden stellenweise leichter Frost. Morgen direkt an der Küste bei Seewind unter 20, an Ruhr, Rhein und Main sommerlich warme 25 bis 26 Grad. Um 21.55 Uhr erwartet Sie dieses Tagesthemen-Extra. Mit wem regiert die CDU künftig in Schleswig-Holstein? Karin Mioska im Interview mit Ministerpräsident Günther und der Absturz der SPD, warum die Wähler die Sozialdemokraten abstrafen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Es folgt die Ansprache des Bundeskanzlers zum 8. Mai. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute vor 77 Jahren endete Europa der Zweite Weltkrieg. Das Schweigen der Waffen am 8. Mai 1945 glich einer Friedhofsruhe über den Gräbern von mehr als 60 Millionen Frauen, Männern und Kindern. Millionen sind von ihnen auf den Schlachtfeldern gefallen. Millionen sind in ihren Städten und Dörfern in Konzentrations- oder Vernichtungslagern ermordet worden. Deutsche haben dieses Menschheitsverbrechen verübt. Umso schmerzhafter ist es mitzuerleben, wie heute, 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, erneut rohe Gewalt das Recht brecht mitten in Europa. Wie Russlands Armee in der Ukraine Männer, Frauen und Kinder umbringt, Städte in Schutt und Asche legt, ja selbst Flüchtende angreift. Für mich
ist dies ein 8. Mai wie kein anderer. Deshalb wende ich mich heute an Sie. Wir können nicht an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnern, ohne der Tatsache ins Auge zu sehen. Es herrscht wieder Krieg in Europa. Russland hat diesen Krieg entfesselt. Einst kämpften Russen und Ukrainer gemeinsam unter größten Opfern, um Deutschlands mörderischen Nationalsozialismus niederzuringen. Deutschland hat sich damals schuldig gemacht an beiden Nationen, der russischen wie der ukrainischen. Mit beiden streben wir seit Jahrzehnten nach Aussöhnung. Nun jedoch will Russlands Präsident Putin die Ukraine unterwerfen, ihre Kultur und ihre Identität vernichten. Präsident Putin setzt seinen barbarischen Angriffskrieg sogar mit dem Kampf gegen den Nationalsozialismus gleich. Das ist geschichtsverfälschend und infam. Dies klar auszusprechen, ist unsere Pflicht. Doch damit ist es nicht getan. Es war der militärische Sieg der Alliierten, der der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland ein Ende setzte. Wir Deutsche sind dafür bis heute dankbar. Daher konnte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 vom 8. Mai als Tag der Befreiung sprechen. Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 haben wir eine zentrale Lehre gezogen. Sie lautet: Nie wieder. Nie wieder Krieg. Nie wieder Völkermord. Nie wieder Gewaltherrschaft. Und doch ist es wieder passiert: Krieg in Europa. Darauf hat der ukrainische Präsident Selenskyj heute hingewiesen. In der gegenwärtigen Lage kann dies nur bedeuten, wir verteidigen Recht und Freiheit an der Seite der Angegriffenen. Wir unterstützen die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor. Das nicht zu tun, hieße zu kapitulieren vor blanker Gewalt und den Aggressor zu bestärken. Wir helfen, damit die Gewalt ein Ende finden kann. Daher haben wir in den vergangenen Tagen und Wochen weitreichende und schwierige Entscheidungen getroffen, zügig und entschlossen, durchdacht und abgewogen. Wir haben nie dagewesene Sanktionen gegen die russische Wirtschaft und die russische Führung verhängt, um Putin von seinem Kriegskurs abzubringen. Mit offenen Armen haben wir Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Hunderttausende, die vor der Gewalt in ihrer Heimat bei uns Zuflucht finden. Hilfsorganisationen leisten erste Unterstützung, Schulen und Kitas richten Willkommensklassen ein, Bürgerinnen und Bürger nehmen Geflüchtete bei sich zu Hause auf. Für diese enorme Hilfsbereitschaft überall in unserem Land danke ich Ihnen von Herzen. Und wir haben erstmals überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik Waffen in ein solches Kriegsgebiet geschickt. In großem Umfang und immer sorgfältig abwägend auch schweres Gerät, das setzen wir fort. Ich kann mir gut vorstellen, wie sehr diese Entscheidungen viele von Ihnen bewegen. Schließlich geht es buchstäblich um Krieg und Frieden, um unsere historische Verantwortung und maximale Solidarität mit der angegriffenen Ukraine, um die Sicherheit unseres Landes und unseres Bündnisses. Diese Ziele miteinander in Einklang zu bringen, diese Aufgabe stellen wir uns Tag für Tag. Dass wir als Land über Fragen solcher Tragweite intensiv miteinander diskutieren, ist gut und legitim. Zur Demokratie gehört auch, solche Kontroversen in Respekt und gegenseitiger Achtung zu führen. Darauf hat der Bundespräsident in seiner Rede heute Morgen zu Recht hingewiesen. Aus vielen Äußerungen, die ich dieser Tage höre, spricht ernste Sorge. Sorge auch davor, dass sich der Krieg ausweitet, dass der Frieden auch bei uns in Gefahr geraten könnte. Es wäre falsch, das einfach abzutun. Solche Sorgen müssen ausgesprochen werden können. Gleichzeitig gilt, Angst darf uns nicht lähmen. Ich habe Ihnen geschildert, was wir tun, um Recht und Freiheit zu verteidigen in der Ukraine und in ganz Europa. Das ist sehr viel. Und zugleich tun wir nicht einfach alles, was der eine oder die andere gerade fordert. Denn ich habe in meinem Amtseid geschworen, Schaden,
vom deutschen Volk abzuwenden. Dazu zählt, unser Land und unsere Verbündeten vor Gefahren zu schützen. Vier klare Grundsätze folgen daraus für die Politik. Erstens, keine deutschen Alleingänge. Was immer wir tun, stimmen wir auf das Engste mit unseren Bündnispartnern ab, in Europa und jenseits des Atlantiks. Zweitens, bei allem, was wir tun, achten wir darauf, unsere eigene Verteidigungsfähigkeit zu erhalten. Und wir haben entschieden, die Bundeswehr deutlich besser auszustatten, damit sie uns auch in Zukunft verteidigen kann. Drittens, wir unternehmen nichts, was uns und unseren Partnern mehr schadet als Russland. Und viertens, wir werden keine Entscheidung treffen, die die NATO Kriegspartei werden lässt. Dabei bleibt es. Dass es keinen Weltkrieg mehr geben soll, erst recht keinen zwischen Nuklearmächten, auch das ist eine Lehre des 8. Mai. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, wann und auf welche Weise Russlands grausamer Krieg gegen die Ukraine enden wird. Klar ist aber, einen russischen Diktatfrieden soll es nicht geben. Den werden die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht akzeptieren und wir auch nicht. Selten standen wir mit unseren Freunden und Partnern so geschlossen und geeint da wie heute. Ich bin zutiefst überzeugt. Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen. Freiheit und Sicherheit werden siegen, so wie Freiheit und Sicherheit vor 77 Jahren über Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert haben. Dazu nach Kräften beizutragen, das bedeutet heute nie wieder. Darin liegt das Vermächtnis des 8. Mai. Das war die Ansprache des Bundeskanzlers zum 8. Mai.